Und dass sie pannenfrei durchkommen, unfallfrei. Und das Startfeld ist limitiert auf 5. 3, 2, 1 und startfrei. Und dann geht's los, das erste Rennen des Tages. Senioren 2 und 3, über 14 Runden gesamt. Hier im IAT-Park führen. Und da kommen sie. Elf Runden noch für euch zu fahren. Und dann unsere Flott vorbei. Freigegeben, der Luis oder Lukas sitzen dann im Führungsfahrzeug. Das war 2, 1 und los geht's für das zweite Rennen des Tages hier im IAT-Park Föhren. Attacke-Karte, direkt attackiert. Über 2,63 Kilometer ist die Runde lang. Mana vom RSC Weinhaus Heiliggrab Boppard darf sich ganz oben aufstellen. Herzlichen Glückwunsch an alle drei für die Platzierung. Dann hat man gerade uns unterhalten, schon wir sind eh alle froh, dass überhaupt. Und ganz oben auf Mario Ermert, TV Jan Siegen. An ihn geht der erste Platz. Herzlichen Glückwunsch an alle drei. Der Applaus ist für euch. Insgesamt 11 Runden für euch, 2,63 Kilometer, 1 und startfrei für euch. Ich wünsche euch ein super Rennen, passt auf euch auf, genießt es, viel Spaß dabei. Und da ist die Gruppe deutlich größer als vorhin, aber ich sage mehr als 25 pro. Vorne weggefahren ist von Anfang an hier und sehr kontinuierlich Runde um Runde ganz gleichmäßig gefahren ist. Glückwunsch euch beiden. Für dich Platz 1 im Herrenrennen dabei gewesen als einzige Frau. Gewinnt die Truppe im Hobbyrennen, die ordentlich zur Sonne. Bei den Damen ging an Carina Zins vom RV Schwalbe Trier. Die ist auch nicht weit weg, die Carina, da kommt sie. Und Sieger bei den Herren, Bertus Türksmar. Platz 1 ging an ihn. Da kommt er im roten Trikot. Hat er die Nase vorhin vorne gehabt, den Punch. Herzlichen Glückwunsch an alle, die es aufs Toilette geschafft haben. Und die ganze Folge euch, U15 wird angezeigt, die Rundenzähler, die anderen U13. Die werden 2, 1 und Start frei für euch. Ich wünsche allen gutes Rennen. Wie gesagt, denkt dran, 5 und 3 Runden sind zu fahren. Die letzten Meter, bevor es in die 7. Runde reingeht. Jetzt sind wir so 8. Wir haben jetzt noch 7 Runden zu fahren. Das Tempo auch ein bisschen rausgenommen. Ganz nach oben stellen und genieße es. Lass dich fotografieren und beklatschen. Marie Morgan, T07 Schifflingen, Platz 1, hat uns hier noch einen ordentlichen Zielsprint hingelegt. Auch ohne Mitbewerber kriegt ja auch noch jeder von euch, vom Yannick, ein kleines Präsent. Herzlichen Glückwunsch, Platz 1 für dich, David. Herzlichen Glückwunsch an euch beide.
Und nochmal vielen Dank für euren tollen Zielsprint, den ihr abgezogen habt. Dann habt ihr uns was geboten fürs Auge und zum Mitklatschen und Mitfiebern. Gegeben. Und dann können die U17 an die Startlinie kommen. Mal eine Minute später ungefähr starten wir dann für euch. Dann habe ich gesagt, und Start. Ich wünsche euch ein gutes Rennen. Haut rein. Vorne ist das Führungsauto. Und dann die U17. 2, 1 und Start. Ahoi, gutes Rennen. Viel Spaß. Guck nach hinten und das Tempo nach wie vor sehr hoch. Die beiden, die machen das wieder. Da ist aus dem Express wieder ein Bummelzug geworden. Die sind sich absolut nicht einig. Da will keiner vorne sich müde machen. Da will jeder nur Windschatten fahren. Es geht aber nicht, wenn keine Tempoarbeit macht. Das Tempo ist deutlich raus. Die genügende Sonntagsstunde hier vom Tempo. Dass wir überhaupt nochmal an der Startlinie oder steht und starten darf, egal bei welchen Veranstaltungen. Von der RV Schwalbe. 1 und Start für das Rennen der Amateure über 18 Runden hier in der FIFA Kuren. Bei tollen Bedingungen auch für die Amateure, ohne Regen und mit viel Sonne. Darauf haben wir den ganzen Sommer gewartet. Den ersten Platz hat es Maurice Bettenhausen vom SV Dadetal geschafft. Der hoffentlich auch da ist, da kommt er, der hier uns ein ganz tolles Rennen zum Schluss noch gezeigt hat, nachdem ziemlich viel Uneinigkeit geherrscht hat bei euch. Ja, Nikolas Wirz, Platz 2, genau, dann ist doch komplett. Glückwunsch an euch drei alle zusammen. Genau, super taktiert haben, ganz spannende Geschichten da gezeigt haben und hier sich belauert haben bis zum Schluss. Und dann der Loïc Emmanuel doch die besseren Beine hatte im Zielsprint. Glückwunsch an euch drei. Jawohl, das Podium. Und Start! Überschaubare Gruppe, das CT und Elite Amateure, die hier fahren. Racing STMS, da kommt er. Herzlichen Glückwunsch!
an euch drei zur Podiumsplatzierung beim Rennen der Amateure. Nach der Führung geht das dann noch nicht. Aus, für sich entschieden hatte Nico Brenner, Team Kernhaus. Herzlichen Glückwunsch an euch dreien. Beim letzten Rennen des Tages aufs Podium habt ihr es geschafft. Super. Mit der Nummer 1.